Predigten des Herrn, Predigt 40, Matthäus 6, 24 bis 34. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Der Herr warnt vor weltlicher Einstellung. Niemand kann zwei Herren dienen. Entweder er wird den einen hassen und den anderen lieben, oder er wird dem einen anhangen und den anderen verachten. Ihr könnt nicht Gott dienen und dem Mammon. Darum sage ich euch, sorgt nicht für euer Leben, was ihr essen und trinken werdet, auch nicht für euren Leib, was ihr anziehen werdet. Ist nicht das Leben mehr denn die Speise, und der Leib mehr denn die Kleidung? Sehet die Vögel unter dem Himmel an. Sie säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen, und euer himmlischer Vater nährt sie doch. Seid ihr denn nicht viel mehr denn sie? Wer ist aber unter euch, der seiner Länge eine Elle zusetzen möge, oder der gleich darum sorget? Und warum sorget ihr für die Kleidung? Schaut die Lilien auf dem Felde, wie sie wachsen. Sie arbeiten nicht, auch spinnen sie nicht. Ich sage euch, dass auch Salomo in aller seiner Herrlichkeit nicht bekleidet gewesen ist, wie derselben eines. So denn Gott das Gras auf dem Felde also kleidet, das doch heute steht und morgen in den Ofen geworfen wird, sollte er das nicht viel mehr euch tun, o ihr Kleingläubigen? Darum sollt ihr nicht sorgen und sagen, was werden wir essen, was werden wir trinken, womit werden wir uns kleiden? Nach solchem allem trachten die Heiden, denn euer himmlischer Vater weiß, dass ihr dies alles bedürft. Trachtet am ersten nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch solches alles zufallen. Darum sorget nicht für den anderen Morgen, denn der morgende Tag wird für das Seine sorgen. Es ist genug, dass ein jeglicher Tag seine eigene Plage habe. So spricht der Herr. Diese Verse geben Verhaltungsmaßregeln für das Leben meiner Jünger. Wörtlich genommen haben sie einen ganz speziellen Charakter, indem sie dem Leben meiner Jünger angepasst, ihnen Vertrauen für die Zukunft, wenn ich nicht mehr unter ihnen wandeln würde, einflößen sollten. Das ganze sechste Kapitel enthält Maßregeln für das künftige Berufsleben, welchem meine Jünger entgegengingen. Es waren die letzten väterlichen Ermahnungen, die ich ihnen gab, damit sie meine Worte in ihrem geistigen Sinn und nicht buchstäblich auffassen lernten, was oft geschah, denn sie mussten erst selbst darüber im Klaren sein, ehe sie andere belehren und auf den Weg der wahren Erkenntnis führen konnten. So enthält dieses Kapitel ausführliche Auseinandersetzungen über die Art und Weise, wie man Almosen geben, wie man beten und die kirchlichen Gebräuche geistig und zum Nutzen der Seele ausüben soll. Ferner ist darin der eigentliche Wert der zeitlichen, materiellen und der ewigen geistigen Güter gezeigt und die Art, wie man die Lebenssorgen mit dem Vertrauen auf mich verbinden kann. Letzteres war ein wichtiger Punkt, da meine Jünger nach meinem Hingang zwischen Geist und Welt oder, wie es dort geschrieben steht, zwischen Gott und Mammon zu wählen hatten. Meine Jünger verließen alles, was sie an die Welt band, und folgten mir, die weltlichen Güter und Bande den geistigen Gütern opfernd. Es war also wohlverständlich, dass, nachdem ich ihnen so oft meinen Hingang vorausgesagt hatte, in ihnen der Gedanke auftauchte, was wird aus uns werden? Es ist wahr, in seiner Nähe hatten wir für nichts zu sorgen. Aber wenn er nicht mehr unter uns wandelt, was dann? Auf diese sich oft einschleichenden Gedanken musste ich ihnen antworten, um ihre aufgeregten Gemüter nicht allein während meines Erdenwandels, sondern auch für spätere Zeiten zu beruhigen,
damit auch die Sorge um Nahrung und Kleidung nicht so schwer auf ihnen lastete, wodurch ihre geistige Mission bedeutend gelitten hätte. Deswegen die väterlichen Worte, deswegen der Hinweis auf die Lilien des Feldes und darauf, dass der liebende Vater im Himmel nichts vergisst, was er erschaffen hat, und er aus diesem Grund auch sie, die Auserwählten für die höchsten Zwecke, nicht im Stich lassen werde. Alle diese Worte zu meinen Jüngern gesprochen, hatten für sie in den Verhältnissen, in welchen sie lebten, eine wörtliche Bedeutung, sind aber für euch und alle künftigen Geschlechter geistig zu deuten. Denn ihr lebt in anderen Verhältnissen und habt nicht nötig, euch von allem zu entledigen, um mir geistig auf dem bezeichneten Weg zu folgen. Wenn ich in jenen Zeiten sagte, man kann nicht zwei Herren dienen, so wollte ich damit sagen, dass man unmöglich zwei verschiedene Dinge mit dem gleichen Grade der Liebe umfassen kann. Entweder Gott oder dem Mammon dienen, will so viel sagen als entweder das eine oder das andere als höchstes Ziel vor Augen haben. Denn dienen bedeutet, sich mit ganzer Seele dem hingeben, dass man vor allem anderen liebt. In solchem Sinne gilt dieses Wort auch für euch und das lebende und kommende Menschengeschlecht. Wer ganz der Welt und ihren Genüssen lebt, nur nach Befriedigung derselben strebt und alle Mittel aufbietet, das zu erlangen, was ihm als Höchstes erscheint, das heißt das zeitliche Wohl, der kann natürlich von Gott und geistigen Gütern nur einen mittelmäßigen Begriff haben. Und diesen Begriff wird er stets den anderen Begriffen unterordnen, weil nur weltliches Wohl und nicht geistiges sein höchstes Ziel, sein einziger Wunsch ist. In dieser Hinsicht ist das Wort wahr. Man kann nicht Gott und dem Mammon dienen. Aber den Mammon, die weltlichen Güter, zu geistigen Zwecken benutzen und demselben keinen größeren Wert beilegen, als er wirklich hat, ihn zum eigenen und zum Besten seiner Nebenmenschen verwenden, zumal wenn ich Einzelne mit besonderen Glücksgütern beschenkt habe, das ist eine andere Sache. Auch gab es Reiche, Begüterte und Hochgestellte, welche dennoch nur mir anhingen und die Welt so betrachteten, wie ich es wünschte. Die ihnen anvertrauten Güter waren daher nur Mittel zum Zweck, aber nicht ausschließlich das einzige Endziel all ihres Strebens. Daher ist für diesen Satz, man kann nicht zwei Herren dienen, das rechte Verständnis äußerst notwendig. Auch die übrigen Trostworte, die ich meinen Jüngern gab, sind nicht im wörtlichen Sinn zu nehmen, denn bei den jetzigen Lebensverhältnissen ist es sogar Pflicht eines jeden, für die irdischen Bedürfnisse zu sorgen. Nur soll diese Sorge nicht so weit gehen, dass sie einen Menschen hindert, sein geistiges Ziel zu verfolgen und seinem Nebenmenschen Gutes zu tun. Wahr ist es wohl, die Vögel säen nicht, sie ernten nicht, sie sammeln nicht in die Scheunen und der Vater im Himmel sorgt für sie. Allein die Tiere sind unmündig. Und ihre Erhaltung bewirkt der Instinkt, durch den die Hungrigen zur Nahrung, die Durstigen zur Quelle geführt werden. Die meisten Tiere haben auch nur für sich allein oder für ihre kleine Familie zu sorgen und für letztere nur auf kurze Zeit. Nicht so ist es mit dem Menschen. Er ist frei. Nicht die Stimme der Natur, nicht der Instinkt, sondern sein Geist treibt ihn, mittels des Verstandes seine Lage derart zu verbessern, dass er nicht von Sorgen für seinen körperlichen Organismus gestört werde, an seinem geistigen Ich zu arbeiten. Er muss also für sein künftiges Leben, für sich und seine Familie sorgen, weil diese einer längeren Fürsorge bedarf als die der Tiere. Der Hauptzweck seines Lebens muss allerdings das Reich Gottes und seine höhere geistige Bestimmung sein, die nach diesem kurzen Prüfungsleben im Jenseits ewig fortgilt. Es ist also seine Pflicht, die ihm anvertrauten Geschenke, die Talente und Glücksgüter, so zu verwerten,
dass er dabei nie sein geistiges Kleid für jene lange Lebensdauer einbüßt. Es heißt wohl in diesen Worten: Sorget nicht für den morgigen Tag, denn jeder Tag hat seine eigene Plage. Aber dieses Wort war für meine Jünger in anderem Sinn gesprochen, als es für euch jetzt gedeutet werden muss. Es will, wie auch alle vorhergehenden Verse, nur so viel sagen, dass der Mensch seine Sorgen nicht zu weit ausdehnen und nicht in die Räder des Schicksals oder in die göttliche Führung des Einzelnen eingreifen soll, weil hier sein Bereich aufhört. Ihr Menschen sollt euren Sorgen und Anstrengungen nur so weit Raum geben, als sie durch meine Lehre, durch mein Wort gutgeheißen werden und einen Erfolg versprechen. Dann sind sie gerecht, aber auch nicht zu groß. Denn stets werdet ihr den kleineren, ich aber den größeren Teil eurer Wünsche zu erfüllen haben. Wenn ihr dabei noch bedenkt, dass eure Einsicht als endliche Wesen stets beschränkt, die meinige als die des allmächtigen Herrn und Schöpfer aber unbeschränkt ist, so müsst ihr auch einsehen, dass das durch Flehen sehnlichst Erwünschte nicht immer erfüllt werden kann, sondern dass ich dasselbe oft verweigern muss, weil ich weitblickender bin als ihr es seid. Ihr seht aus der Deutung dieser Verse, wie viel Missverständnis durch einseitige Auffassung dieser in jener Zeit ganz anders gemeinten Worte herbeigeführt werden kann. Damals waren sie dem künftigen Lebensberuf und der sozialen Stellung meiner Jünger angepasst. Heutzutage sind sie zwar ebenfalls wahr, denn nur Wahrheit konnte ja aus meinem Munde kommen, jedoch muss mehr ihr geistiger Sinn der Leitstern eures Tuns und Lassens sein. Die meinen ersten Jüngern gegebenen Trostworte müssen meinen jetzigen, vielleicht letzten Jüngern in ganz anderer Bedeutung erscheinen. Wahr bleibt alles, was ich sprach, aber der geistige Standpunkt eines jeden Einzelnen motiviert das Verständnis der Wahrheit. Wenn sie stets den eigenen Verhältnissen angepasst und auf mich bezogen wird, so kann sie die Resultate bringen, die ich einst beabsichtigte und die ich jetzt bei der geistigen Erklärung derselben wieder bezwecken will. Ich wiederhole hier, dass das rechte Verständnis meiner Worte, die, weil von mir herrührend, von ewiger Dauer und ewiger Schönheit sein müssen, euch Dinge offenbart, welche ihr oft in einzelnen Augenblicken ahnt, aber deren Schleier ihr nie gänzlich zu entfernen vermöget. Befleißigt euch also, das geistige Verständnis zu erlangen, damit das in euch einstrahlende Licht in seiner ganzen Stärke eure Seelen erleuchten, erwärmen, beleben und mit meinem Geist verbinden kann. Dann ist der Augenblick gekommen, wo die Decke der materiellen Schöpfung für euer Auge nicht mehr existiert, wo sie dem geistigen Auge gewichen ist und euch überall nur Geistiges und mich als Herrn des Geistigen, als ewig liebenden Vater erkennen lässt. Dort blüht euch der Friede und die Ruhe als Endziel aller gerechten und eitlen Sorgen. Dort ist die Vergeltung für alles bitter Erlebte, die Belohnung für alles gerecht Verdiente. Dort sind die letzten Bausteine der materiellen Welt zu den ersten der geistigen umgewandelt, auf denen der ganze große Bau einer nie endenden Geisterwelt ruht. Den materiellen Dingen wird ihr geistiger Platz und den geistigen Wesen ihr zur weiteren Läuterung nötiger Wege angewiesen, damit sie von Stufe zu Stufe, von Welten zu Welten, von Sonnen zu Sonnen emporsteigend, stets mehr Fähigkeiten empfangen, stets mehr Seligkeiten genießen und als Endziel aller Mühen endlich die Stufe erreichen, wo der Vater als der eine Hirte von seinen Kindern als der einen Herde umringt wird, deren Sammlung im körperlichen Leben angefangen und im geistig Höchsten geendet wird. Das ist euer Ziel. Und das ist der Zweck all meiner Kundgebungen an euch. Ich tue, wie ihr seht und wohl ahnen könnt, mein Möglichstes. Es liegt nur an euch,
meine vielen Worte so aufzufassen, wie ich, der ich Geist bin, sie nur gemeint haben kann. Befleißigt euch, deren Verständnis zu gewinnen, und das Endresultat wird euch beweisen, dass nur auf diesem Weg ein Vater seine Kinder zu solch einem Ziel führen konnte. Amen.